Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Wenn du Ray irgendwo siehst, dann gib mir Bescheid, okay? Ja, geht klar. Ja, du bist ja total unbrauchbar. Den Wein nehme ich mit. Wo ist denn das Rad? Da unten irgendwo. Hier sollten wir besser wachsam sein. Ja, hier ist der böse Ort, ich weiß. Ich sehe hier schon. Ich kann das hier noch nicht reparieren und da komme ich nicht hochgeflogen. Also müssen wir müssen laufen. Das war ja recht einfach. Ich habe das nur letztens nicht gemacht, weil ich das mit dem Hochlaufen so blöd fand. Wieder. Große Heilpflanze. Ich glaube, man kann die Sachen auch so essen. Also man muss sie nicht unbedingt zubereiten. Aber wenn man die zubereitet, haben die, glaube ich, eine bessere Wirkung. Oder eher also eine höhere Wirkung. Glaube ich zumindest. Hallo? Hallo? Ich kann ja jetzt meine Waffe... Okay, jetzt kann ich eigentlich auch wieder meine Waffe benutzen, ne? Oder? Wahrscheinlich bin ich dafür zu schwach. Irgendwie sowas wird sein. Aber ich muss sagen, bei dieser Quest mit den Gefährten, ich hätte echt nicht damit gerechnet. Also erst am Anfang, dass Duras dafür verantwortlich ist. Ich habe erst gedacht so, oh, ja. Da wäre noch etwas. So? Hier ist das Zahnrad. Jetzt baue es wieder ein. Bist du sicher? Überleg mal. Wir müssen die Zugänge begrenzen. Wir machen uns angreifbar. Wer weiß, was passieren kann. Das war keine Bitte. Ist ja gut. Ich mache mich dann gleich ans Werk. Gib mir eine Minute. Yay. So, das war's. Jetzt sollte er wieder funktionieren. Aber wenn ich mitkriege, dass jemand Unbefugtes das Teil nutzt, bekommt er die volle Packung ab. Weißt du, was du da tust? Ja, ich hab, Mana benutzt. Cool. Das ist doch mal nice. Yay. Was machen wir nun? Ich würde ja gerne mal da oben hoch. Erstmal gucken, ob hier noch irgendwas rumfliegt, was wir noch gebrauchen könnten, außer der Bank. Man kann ja den ganzen Wein klauen. Und ein Krug und noch ein Krug. Da ist sonst nichts mehr, oder? Ist da noch irgendwo was? Ich glaube nicht. Okay. Da ich eine neue Stufe erreicht habe, kann ich ja jetzt hier wieder ein paar Punkte machen. So, da brauche ich nur 28. Geschicklichkeit, ne? Genau. Machen wir auch. Und wir gehen. So. Hä? 1, 2, 3.
Irgendwie gehen mir da welche verloren. Ist ja eigenartig. Ich hätte jetzt noch zwei. Hä? Das ist ja komisch. Guck mal, Stärke und Konstitution sind dann zu Ende. Ach, da brauche ich Attributspunkte weiter. Ah. Christenheit gibt einen deinen sozialen Kompetenzen wieder. Sie ermöglichen dir, bestimmte Fähigkeiten zu erlernen und sofort der Outlaw bist, erhöht sie Dauer auf deine Stimmenkapazität. Hinkrabe möglichst du bestimmte Fähigkeiten zu erlernen. Intelligenz. Intelligenz finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber ich gehe einfach weiter. Ich mache das mal so. Und jetzt kann ich mein Schwert ausrüsten. Genau. Jetzt habe ich ein Schwert. Hihi. Cool. Und noch einmal Quest gucken. Gefährten habe ich nur die eine. Das ist zu böse. Katas Tagebuch. Angriff möchte, dass ich den verbotenen Teil nach Rockner Ausschau halte. Ach komm, machen wir mal eben. Komm, ich bin direkt hier. Machen wir das direkt. Ich kann ja mit dem Fahrstuhl runter. Ich kann mit dem Fahrstuhl runterfahren und dann kann ich ja erstmal gucken, ob ich da jemanden finde und dann können wir mal das vielleicht erledigen. Wir sind ja jetzt erst Stufe 8. Ich würde schon ganz gerne den Berserkern beitreten, weil also ganz Magier, so wie die Kleriker, bin ich ja jetzt nun wirklich nicht. Also dafür bin ich ja eigentlich nie. Und Outlaw, das mit diesen ganzen Waffen und so, da fällt mir was ein, wonach ich gucken wollte. Ich wollte ja nach meiner... Ich habe mein Gewehr nicht mehr. Wieso habe ich denn mein Gewehr nicht? Hatte ich überhaupt ein Gewehr? Oder habe ich mir das eingebildet? Wollte nicht, dass ich mir das eingebildet habe, ey. Irgendwie habe ich ein ganz ungutes Gefühl, da so durchzugehen. Aber naja. Versuchen wir mal. Sicher, sicher. Hallo? Wow. Was will er von mir? Boah. Man kriegt bei Tiere töten überhaupt nicht viel Erfahrung. Also, was ist das? XP? Man kriegt mehr Erfahrungen, wenn man Quests löst. Wieso gibt es das hier? Auf eine Art will ich da ja rein. Ah, ich habe ja gespeichert, ne? Ich habe gespeichert. Aha. Oh Gott. Ich glaube, mir schwimmt was hinterher. Ach so, das war Erno. Hier ist eine Ratte. Knochen. Beutel, Knochen. Öllampe. Schon die 10. wahrscheinlich. Gut, mehr kann ich hier nicht aufheben. Naja, hat sich jetzt zwar nicht gerade so gelohnt, aber immerhin. Reicht.
Also ich muss wirklich sagen, ich weiß echt nicht, ob ich dieses Let's Play wirklich zu Ende bringe. Weil das Spiel fesselt mich. Also es ist ein gutes Game. Es macht mir... Richtig. Habe ich mich erschrocken, ey. Mach das nicht. Es macht mir Spaß, aber ich muss zugeben, es fesselt mich nicht so sehr, dass ich sage, boah, ich habe jetzt hier ständig Bock, immer wieder zu zocken. Also... Ich sage, es ist kein schlechtes Spiel. Keine Frage. Und es... Oh. Und es macht auch Spaß. Aber es macht mir nicht so richtig Spaß. Also, weiß ich nicht so. Es ist, hier, ist wirklich nicht so, dass ich jetzt sage, so hier, boah, ich habe jetzt voll Bock, heute wieder zu zocken und so, boah, geil, die Geschichte zu Ende bringen. Oh mein Gott. Das sieht groß aus. Und gefährlich. Ich glaube nicht, dass wir dem gewachsen sind. So wie zum Beispiel Witcher. Dragon Age. Ich meine, gut, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Life is Strange oder sonst irgendwie so eine Spiele. Da habe ich dann wirklich so Bock, so, boah, da kann ich es gar nicht abwarten, halt wieder loszulegen. Und hier ist das nicht so der Fall. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, ob ich es zu Ende bringe. Ich mache so weiter, inwieweit mich das Spiel fesselt. Und wenn es irgendwann soweit ist, dass ich sage, ich habe wirklich keinen Bock mehr weiter zu zocken, dann lasse ich es auch. Weil man merkt es dann bei mir auch an den Aufnahmen oder dementsprechend, wie ich spiele. Weil man merkt mir diese Unlust richtig an. Dann kommentiere ich nicht ordentlich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur noch genervt. Jetzt muss ich einfach nur noch rennen. Wow. Ja, Rennen ist ein gutes Stichwort. Duras. Jetzt reicht's mir. Oh, er macht das Vieh davor fertig. Haben wir eine Chance? Oh, nee, wir haben keine Chance. Stand übrigens auch bei den Tipps im Internet. Bei Tieren, die bei denen ein Totenkopf neben der Lebensanzeige ist, sollte man unbedingt noch die Finger lassen. Weil die werden dich definitiv töten. Also man hat wohl, man kann eine Chance haben, aber wohl zu 98% oder sowas hat man halt keine Chance. Da sehe ich schon eine Gruppe Alps, von bei denen werden wir auch keine Chance haben, weil das einfach zu viele sind. Das sind einfach zu viele. Viel zu viele. Ich gehe jetzt hier so runter durch. Denn da natürlich. Da ist aber unser Mann. Oh Gott. Er kriegt dann niemals tot. Schade, dass man die nicht leise so töten kann, so. Irgendein Tier hinlocken wäre, geht jetzt auch nicht. So, zwischengespeichert. Ach, machen wir einfach mal. Die werden sowieso nicht mit uns reden. Ja, ja. Wolle. Ja, ja. Das hat sich ja mal sowas von erledigt. Puh. Oh, wie sollen wir das denn machen? Wollen wir erstmal ohne Dingens, ohne Waffe dahin gehen? Vielleicht lassen die ja mit sich reden. Lassen die nicht.
Na, ja, guck mal, selbst du Ras. Ich muss ja einfach nur dahin und ich glaube so ein Dingens lesen oder so. Hallo? Wow, 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 wow. Ja. Jetzt lag der Speer da nicht. Jetzt lag er da hinten. Ah, da lag er, ja. Nee, das ist Duras. Ja, kannst du vergessen. Komme ich nicht weiter. Scheiße. Ach, die haben schon. Och. Jawohl. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Maschinenteile sind da oben. Könnte ich versuchen. Obwohl ich weiß, dass das wahrscheinlich Aufbruch nach fernen Ländern geht auch nicht. Katas Tagebuch. Boah, bitte. Kann ich so weit schwimmen? Ich muss gar nicht zu einem Teleportstein. Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Ich muss gar nicht zu einer Teleportplatte. Ich kann einfach so von so auf so draufdrücken und mich teleportieren lassen. Und ich, Honk, bin da jedes Mal zu so einer Platte gerannt, ey. Hallo? Okay. Irgendwo da sein. Ja gut, wir rennen jetzt erstmal hier so durch. Schön geschmeidig. Ja, ja, ja. Ich weiß, du willst uns was Böses. Das ist die Insel. Ich wette, ich kann nicht so weit schwimmen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das so geht. Dass das so funktionieren soll. Hab ich mich erschrocken. Leute, huchala. Wow, wow. Hab ich mich erschrocken. Oh mein Gott, ich dachte gerade, oh, was ist das denn da hinten? Ich dachte gerade wirklich, oh, was ist das denn da hinten? Das sieht so komisch aus und auf einmal kommt das Vieh da rausgesprungen.
Ich höre was laut. Spinne. Also die Viecher, Marco. Nee. Die Viecher mag ich. Das sind keine Spinnen, das sind Skorpione. Nee, das sind Spinnen. Das sind eindeutig Spinnen. Boah. Ja, das sind Spinnen. Ja, definitiv, ja. Mhm. Ja. Boah. Widerlich. Jetzt ist die Frage, sollen wir von da hinten schwimmen oder sollen wir von hier aus schwimmen? Können wir eigentlich schwimmen? Also wir können schwimmen, aber können wir da so rüber schwimmen? Naja, macht ein automatischer Spiel speichern. Ach komm, wir probieren es einfach mal. Kann schon schief gehen. Jetzt kommen die ganzen Seeungeheuer und fressen uns. Oh, bitte nicht. Aber mein Marker ging gar nicht bis zu der Insel. Kann es sein, dass wir vielleicht gar nicht da drauf können? Duras kommt überhaupt nicht mit. Wahrscheinlich kann er nicht schwimmen. Da ist eine Teleportplatte. Oh, bitte jetzt kein Ungeheuer oder so. Bitte, ich möchte das schaffen. Oh, da sitzt jemand. Da sitzt jemand. Oh, ich hab's geschafft. Sofort zur Teleportplatte. Der typische Geruch eines Fischerdorfs. Irgendwie erinnert es mich an etwas. Na egal. Oh, wir haben einen Gedankengang. Schönen guten Tag, die Dame. Ah, ein weiterer Verstoßener. Da hinten kannst du dir einen Platz zum Schlafen suchen. Und was die Nahrung angeht, naja, du hast ja genug Zeit zu lernen, wie man sich selbst versorgt. Ich frage mich allerdings, woher du von diesem Ort weißt. Ich habe dein Tagebuch in Goliath gefunden. Oh, na das beantwortet dann wohl meine Frage. Jetzt mach es dir erst einmal bequem und brat dir ein Stück Fleisch. Es ist zwar kaum noch was da, aber das hier kann ich noch entbehren. Willst du dein Tagebuch zurück? Gerne. Es enthält ja noch reichlich Platz für ein paar weitere Zeilen. Hier, für dich. Du siehst so aus, als könntest du nicht genug davon bekommen. Was genau ist dir widerfahren? Tja, wo fange ich an? Sagen wir einfach, dieses verfluchte Gesetz der Berserker hat mich meiner Existenz beraubt. Ich wurde des Diebstahls bezichtigt und ohne viel Federlesens abgeurteilt. Aber da erzähle ich dir ja nichts Neues. Dir scheint es ja ähnlich ergangen zu sein. Ich bin frei und gehe, wohin ich will. Falsch, ich wurde nicht verbannt. Ich bin frei und gehe, wohin ich will. Mach dich nicht lächerlich. Wenn du frei bist, warum bist du dann hier? Kein vernünftiger Mensch wagt sich freiwillig hierher. Dann bin ich wohl kein Mensch. Ein freier Mann und ein Spaßvogel. So einen wie dich trifft man wirklich nur selten. Wenn du unzufrieden bist, ändere was daran. Ich kann nicht. Ich sitze hier fest. Selbst wenn ich mich wieder zurück nach Goliath kämpfe, ändert das nichts an dem Urteil. Und wer sich gegen das Urteil stellt, den erwartet der Scharfrichter. Töte den Richter, das sollte reichen. Ein falsches Urteil ist nichts wert. Ein falsches Urteil ist nichts wert. Das Urteil eines Warlords ist niemals falsch. Man kann sich dem nicht entziehen, vertrau mir. Erst wenn das Urteil wieder aufgehoben wird, kann ich zurück. Aber um das zu erreichen, muss meine Unschuld bewiesen werden. Das kann allerdings nur ein Außenstehender. Mir sind hier die Hände gebunden. Pack deine Sachen, ich sorge dafür, dass du bald nach Goliath zurückkehren kannst. Du willst mir also helfen? Ich gebe zu, es klingt verlockend. Da du nicht zu den Verbannten zählst, kannst du nach Goliath aufbrechen. Allerdings gibt es ein Problem. Niemand wird dort an meine Unschuld glauben. Schon gar nicht Warlord Cormac. Er ist von meiner Schuld überzeugt. Reden hilft uns da nicht weiter. Dann denk nach. Das tue ich schon. Nicht so ungeduldig.
Da ich nicht weiß, wie die Lage in Goliath ist, brauchen wir jemanden, der sich vor Ort gut auskennt. Jemand, der vertrauenswürdig ist. Jemand, dem die Gesetze nicht das Leben diktieren. Was ist mit Alric? Er scheint deine Bedingungen zu erfüllen. Du kennst ihn. Er wäre wirklich eine gute Wahl. Such ihn in Goliath auf und bring in Erfahrung, ob er mir weiterhelfen kann. Er ist ein alter Freund und ein Schlitzohr. Ich bin mir sicher, er weiß Rat. Halt die Ohren steif. Ja, sonst können wir nicht. So, ach, Duras, du bist auch wieder da. Wisst ihr was? Ich mach jetzt hier mein Fleisch. So, ich mache jetzt 30 mal gebratenes Fleisch. Aber erstmal gehe ich. Gebratenes Fleisch habe ich jetzt wohl gemacht. Jetzt gehe ich erstmal sammeln. Und das darf ich, so wie es aussieht. Hier überall was einstecken. Was ist das hier? Was? Die wollen anscheinend nicht mit mir reden. Also ich kann nicht mit denen reden. Zu einfach. Sei froh. Imposant. Könnte auch mal wieder pennen, ey. Natürlich noch ein bisschen weiter hier umsehen auf der Insel. Scheint hier aber nicht wirklich viel zu geben. Huchala. Boah. Ach, ich kann ja ausweichen. Das habe ich ja ganz vergessen. Okay, das mit dem Ausweichen hat jetzt gerade nicht funktioniert. Hoppala. So. Hat da schon 40 Punkte gegeben. Ein grünes Banner. Oh, mit dem lila Pflanzen, das ist immer hier so schön. Oh. Das ist ein Schiff. Ich hab dich gesehen. Alric. Dann teleportiere ich mich mal da eben schnell hin. Oh Leute, ich muss mich auch schon wieder verabschieden. Okay. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.